Hallo und herzlich willkommen zum neuen Karnekult-Video. Am Wochenende hatten wir mal wieder einen Workshop mit unseren Grönis. Wer unsere Videos schon ein bisschen länger verfolgt, der kennt sie ja schon. Die haben sich ganz prima gemacht, aber Leinenführigkeit ist auch bei denen immer noch ein kleines Thema. Und was wir daraus gemacht haben, das könnt ihr euch in diesem Video ansehen. Also, bleibt dran! Körpersprachliches Führen fängt nicht mit dem Gehen an, sondern da, wo ich meinen Hund über Körpersprache kontrolliere. So kann es sein, dass ich nur ein entspanntes neben mir sitzen verlange, währenddessen ein anderer Hund dabei ist. Für einige Teams ist das schon schwer genug. Ulrike und Asko haben da noch Diskussionsbedarf. Es hilft nur, den Hund immer wieder zu begrenzen, bis er es annimmt. Und sobald das der Fall ist, den Druck sofort wieder rauszunehmen. Und dann gehst du nur daneben und sagst, fein, Junge. Also machst das so auf so einer sozialen Ebene. Na, fein, ja, lass ihn streicheln. Super, super, fein. Ja, und jetzt hat er direkten Kontakt, er kann da hingucken, aber er macht, was du willst. Genau, langsam, langsam, aber mit also aufrechter Haltung und ein bisschen Muskulatur angespannt. Ja, und wieder prima daneben. So ist es gut. Und jetzt wieder nur streicheln. Und siehst du, der hält das aus, auch wenn der Hund sich bewegt. Das ist schon ein guter Schritt. Und er lehnt sich sogar an dich an, weil er jetzt sagt, ah, okay, Frauchen ist hier Chef. Nachdem das funktioniert, können die beiden das körpersprachliche Führen auch in der Bewegung umsetzen. Ja, klasse. Und jetzt wieder daneben, kein Futter, ne, jetzt, sondern nur streicheln, erstmal soziale Ebene. Und dann sagst du wieder, komm mit. Und wieder davor. Und wieder davor. Jetzt hat er den zweiten Hund da entdeckt. Und deshalb ist es jetzt gerade ein bisschen schwieriger. Ne? Muss er ja noch testen. Geht ja hier auch um Grenzen. Geht ja darum zu sagen, na, mache ich das oder mache ich es nicht. Aber ja, du hast deine Grenze gesetzt. Er macht es wieder. Shoutout! Übrigens, wir können wieder ein neues Mitglied in der Karnekult-Community begrüßen. Helga Lethen ist jetzt mit an Bord. Vielen Dank für die Unterstützung. Und ihr anderen? Ihr wisst ja, guckt mal bei Steady vorbei. Bei Dieter und seinem Hund kann man sehen, dass das Ganze auch sehr effektiv ist und man sehr schnell Fortschritte machen kann. Moment, wo du merkst, er nimmt das an, kannst du schon wieder sagen, hey, klasse Junge, dass man sofort den Druck dann da wieder rausnimmt. Nochmal. Komm. Und davor. Und es soll nicht von der Leine abhängig sein. Du benutzt die Leine nur kurz, damit er dich jetzt nicht überholen kann. Mhm. Aber in dem Moment, wo du dich vordrehst, mach die Leine locker, zeig ihm, er kann ja jetzt nicht mehr weg in dem Moment dann. Ne? Ja, prima. Komm mit. Links vor, rechts davor drehen, zeigen. Klasse gemacht! Super! Super! Klasse! Genau, und dann wieder das Ganze auflösen. Ja. So, wenn das schön klappt, weil er nimmt das gut an, kannst du direkt versuchen, zwei Schritte und vordrehen. Komm! Zack und vor. Genau, klasse Super. Gemacht! Super! Und davor. Ja, super! Genau. Klasse! Und das ist natürlich jetzt nicht für Sport geeignet. Aber du kriegst da deine Kontrolle und deine Führung für den Alltag, dass der Hund erstmal sagt, okay, nicht vorbeirennen, erstmal sich führen lassen. Das ist auch wichtig für mich. Ich meine, ich habe den 90% draußen an der Leine. Eben, genau. Komm.
Feiner, super, super, klasse. Super, super, super. Yeah, 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 yeah. Klasse. Und jetzt davor, genau. Mhm. Jawohl. Gut gemacht. Ne? So einfach ausbremsen dann. Ne? Ja, prima, klasse. Toll. So ist es klar. Ja, fein. Genau. Ja, das ist doch toll. Ja, gut. Super. Was? Ich habe es ja schon öfter gesagt. Leinführigkeit, sich zu erarbeiten, ist ein ganz schön hartes Brot. Die meisten da draußen werden von ihren Hunden durchs Leben gezogen. Trotzdem solltest du nicht aufgeben und immer weiter dran arbeiten. Man kann das auch wirklich gut hinbekommen. Es ist eine Frage des Verhältnisses zwischen dir und deinem Hund, wie gut er das körpersprachliche Blockieren annimmt. Es zeigt auch so ein bisschen, wie viel Respekt dein Hund vor dir hat. Es ist auf der anderen Seite aber auch ein Weg, sich mehr Respekt zu erarbeiten, wenn dein Hund sich von dir da körpersprachlich auch mal eine Grenze setzen lässt. Also gib nicht auf und Kopf hoch und weitermachen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns einen Like da und abonniere kostenlos unseren Kanal. Am nächsten Donnerstag sehen wir uns dann mit einem neuen Thema wieder. Bis dahin, alles Gute für dich und deinen Hund. Kani, kultiviere dich.